Let's Play Tomb Raider Nummer 1 und gerade eben hatte ich den Crash meines Lebens und das war nicht gut. So, der Hebel ist gezogen. Das Wasser wartet auf uns und bitte, mach jetzt nicht wieder diese... Oh! Bitte, Lara, mach jetzt nicht wieder diese Scheiße, die wir gerade hatten. Liebe Lara, bitte stürz nicht wieder ab. Es ist wirklich nicht schön, mit der DOS-Box zu emulieren. Das kann ich euch wirklich sagen. Ich meine, es ist toll, dass es Menschen gibt, die sich da hinsetzen und das gerne mit Menschenskraft zusammenbauen. Aber es kann auch ätzend sein, wenn dieses ganze Produkt nicht läuft. So, weil das war mir gerade zu gefährlich mit dem Bug. Ich speichere da lieber mit diesem Absturz-Bug. Der war ja wirklich... alles andere als wunderbar und ja, so soll das auf jeden Fall nicht sein. Da kann man ja höher. Sollten wir das machen? So, probieren wir mal. Hoffentlich kommt da keine Kugel. Oh nein, das war ein Zeitding. Oh nein. Oh nein. Aber hoffentlich ist hier oben was Nettes. Dann hat sich das... Oh, dann hat sich das alle Male gelohnt. Wenn hier oben was Tolles ist, hat sich das alle Male gelohnt. Oh, ein Secret. Eins. Na komm, sammel das mal ein. Zwei. Und il numero tre. Danke. Das hat sich voll gelohnt, Leute. Das muss ich jetzt mal so sagen. Munition können wir ja immer gebrauchen. Das sage ich ja nicht nein zu. Und wir können das alles nochmal spielen. Okay, das ist aber alles halb so wild. Das Zeiträtsel war ja nicht so unrealistisch kurz. So, ziehst den Hebel, Lara. So, und wir schwimmen hier rüber. Oh, gerade eben schon wieder dieses buggige Gehänge. Oh, ich habe so eine Angst, dass das alles wiederkommt. Das ist so nervig, wenn das hier alles abstürzt ohne Ende. Darum speichern. Echt, ich vertraue dieser DOS-Box echt null. Ich traue der nicht über den Weg. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber ich traue dem Ding nicht über den Weg. So. Oh, wir sind drin. Den Hebel da oben hätten wir später ziehen müssen. Okay, ist egal. Der hätte nämlich hier dieses, das daran kann ich mich doch erinnern, der hat jetzt mit der Lava dieses Innenleben hier verschoben und so weiter. Und dadurch können wir den Hebel da oben nicht mehr ziehen, der die eine Tür da hinten öffnen würde, die wir jetzt sowieso nicht brauchen. Also ist das doch alles völlig in Ordnung. Wir haben ein bisschen dem Spiel im Voraus gegriffen. Was ist denn eigentlich hier so? Meinte ich, sollte da mal unten gucken. Warum sollte da nichts liegen? Warum sollte da was liegen? Gegenfrage. Um unser Spiel leichter zu machen? Nöp. Das macht dieses Spiel nicht. Das ist schließlich Tomb Raider 1. Tomb Raider 1 ist nicht leicht. Tomb Raider 1 kann ganz schön unverschämt werden. Muss man mal jetzt so an der Stelle sagen. Butcher. Ich nehme lieber die Waffen in die Hand, wer weiß, was kommt. Naja, auf jeden Fall sind wir schon mal wieder weiter. Und hier ist wieder ein Loch im Boden. Das ist bestimmt schlecht, das Loch. Jo. Das Loch war nicht gut. Das wäre auf jeden Fall nichts für uns. Besonders nicht für Lara. Sondern wir klettern eigentlich anscheinend immer weiter höher. Und fallen in irgendeinem Wasser, okay. Aber bevor ich jetzt hier rumschwimme, will ich das doch erstmal erkunden. Verdammt nochmal. Ich will doch wissen, ob da irgendwas rumliegt. Anscheinend nein. So, gut. Gehen wir schwimmen. Swimming, swimming, swimming. Oh, Shotgun-Muni, danke. Gott sei Dank. Shotgun-Muni
Lara, da ist der Hebel. Gut. Shotgun-Muni können wir immer gebrauchen, Leute. Ich sag mal so, die ist nicht gerade unwichtig, aber viel zu wenig in dem Spiel. Viel, 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 viel zu wenig. Ich finde, da hätten sie wirklich ein bisschen mehr in der Hinsicht tun können. Und hier ist wieder so eine Rattertür. Das war mir wieder irgendwie klar. Speichern. Ja, diese guten alten Bugs, wie ich sie liebe. So, geh an, Tür. Ah ja. Ja, gut. Okay. Wie weit haben wir jetzt? Ah, den habe ich nicht kommen sehen, Leute. Verdammt. Den habe ich wirklich nicht kommen sehen. Shotgun. So, wir sind über diese Gittertür. Hallo. Wo bist du? Wieso stirbt der nicht? Was ist denn das? Ja, so. So geht das. Aber wie hoch müssen wir denn jetzt noch? Oh, hauer, hauer, wir haben ja noch gar nichts geschafft. Meine Fresse, da haben wir ja noch ordentlich was vor, Leute. Da haben wir ja noch ordentlich was vor. Ich hätte jetzt gedacht, wir hätten schon wenigstens ein bisschen was geschafft. Bist du aktiv? Nee. Ich dachte, wir hätten jetzt schon ordentlich was geschafft, aber. Naja, okay. Es ist schon ordentlicher als vorher. So. Und schon wieder Wasser. Warum ist das so? Ich will hier erstmal gucken. Ah ja. Dann schwimm da aber auch hin, Lara. Lara, schwimm da ran. Dieses Medipack, das möchte ich haben. Genau. Das musst du auch nehmen, Lara. Nein, nicht nur dran rumschwimmen und es nicht benutzen und nicht anwenden und wie auch immer. Was haben wir denn? Ach ja, man kann die Kamera unter Wasser nicht drehen, ne? So war das doch. Okay, ja, das kenne ich aus Tomb Raider Anniversary, nur da ist es mit so einen runden Dingern und das ist dieser hebelige Raum. So, da haben wir genug von. Da haben wir wirklich genug Munition. Da haben wir wirklich super genug Munition. Da können wir wirklich, glaube ich, noch einen ganzen Haushalt mitfüllen. So, hier ist das jetzt letzten Endes irgendwie, keine Ahnung. Hier sind einfach irgendwie mehrere Hebel. Und einige scheinen falsch zu sein. Ja, hallo! So schnell kannst du doch gar nicht bei mir sein! Was ist das denn? So schnell kann doch das Viech gar nicht bei mir sein, verdammt noch mal. Was war denn das? Oh, Leute. Wer hier ins Wasser fällt, ist verraten und verkauft. Wer hier ins Wasser fällt, ist verraten und verkauft. Nein, irgendwelche Hebel sind falsch und irgendwelche Hebel sind richtig und so weiter. Ich mache das jetzt mit Safe States. So, weil das weiß ich nicht mehr.
Ja. Okay, der war richtig. Alter, das ist gemein. Das ist richtig gemein. Okay. Zwei hier und einer von denen. So. Okay. Hier liegt Uzi-Munition. Die nehmen wir natürlich mit. So. Und irgendein Hebel wird noch richtig sein. Wir wissen nicht welcher. Seien wir gespannt. Seien wir gespannt. Ich würde behaupten, dieser hier, weil der drüben auf der gegenüberliegenden Seite falsch war. Ja. Ergibt mal wieder so richtige Tomb Raider-Logik. Und tschüss. Und tschüss, komisches Ding da. So, und schon sind wir weiter. Und irgendwann müssten wir ja auch mal auf den Doppelgänger treffen, oder? Ach, das ist aber auch wirklich hier sehr verworren, oder? Seid mal ehrlich. Was ist das? Eine Tür. Okay, da ist ein Hebel. Und was ist hier lang? Eine Tür ohne Hebel. Das ist natürlich nicht gut. Das ist natürlich nicht gut. Eine Tür ohne Hebel macht irgendwie keinen Sinn. Eine Tür ohne Hebel ist scheiße. Ah ja. Oh. Hätten wir da irgendwie hingekonnt. Egal, wir gucken uns das jetzt hier. Das war ein Zeitding auch noch. Das ist ja unglaublich. Man kommt ja von einem Zeitding ins nächste. Was soll das? Ein Zeitding ins nächste. So, das ist schiebbar. Anscheinend. So, aber was ist hier, was hat das hier alles zu bedeuten? Und warum ist das halt alles hier so? Okay, das ist Blödsinn. Da hätte man durchgekonnt, seht ihr das? Hätte das denn irgendwie eine sonderliche Abkürzung gebracht oder so? Ich weiß es ja eben nicht. Das ist ja so der Punkt. Und was dieses Kistengerücke jetzt hier bringt, weiß ich jetzt nun überhaupt nicht. Zumindest nicht mehr. Konnte man denn da irgendwo rauf oder was? Das ist ja jetzt wohl wirklich so richtig mal sinnlos, oder? Das ist ja mal so richtig sinnlos. Wahrscheinlich ist dahinter ein Hebel oder so. Können wir ja gleich mal gucken. Aber das ist ja wohl mal so richtig krass, oder? Ja, das Video hier vor, das war so kurz, weil ein Absturz war. Für alle die, die sich vielleicht ein bisschen gewundert haben. Wofür habe ich diese Kiste gerückt, Leute? Jetzt kriege ich aber langsam wirklich Kopfschmerzen. Was hat denn das gebracht? Das ist ja mal so richtig sinnlos. Da kommen wir nicht durch. Moment, das ist nicht sinnlos. Vielleicht, wenn wir nochmal im Kreis laufen, resettet sich das mit der Murmel da. Und wir können das nochmal versuchen. Kann das sein? Ich probiere es auf jeden Fall. Warum sollte sich das mit der Murmel aber resetten? Das ist irgendwie un... Naja, ich hoffe mal, ne? Ich hoffe, ich hoffe. Ah ja, seht ihr. Okay, dann hat das ja doch Sinn gemacht. Dann hat das mit dem Ding ja voll Sinn gemacht.
Ah, es werde Licht im Dunkeln. Es werde Licht im Dunkeln, Freunde. Ist das wieder dieser komische Lavaraum? Ja. Aber so wirklich höher gekommen sind wir ja noch immer nicht, ne? Hallo. Ach, das ist schon tot, das Teil. Okay, das haben wir ja eigentlich ganz gut geritzt, ne, finde ich. Aber irgendwie, bei Anniversary kam mir das hier aber alles viel kleiner vor. Bin ich jetzt mal ehrlich. Ne, ich habe nicht gespeichert. Das hat er nicht angenommen. So, ja, wie gesagt, wir müssen hier speichern wie Nachbars Lumpi, denn das Teil ist sowas von verbuggt. Das macht es wirklich manchmal super unmöglich. So. Oh. 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 Oh nein. Okay. Platzt du denn auch noch? Hier war doch irgendwie so eine scheiß Lava-Kacke unten oder so, dass man das nicht so ganz schaffen konnte. Irgendwas war doch hier wieder faul, Freunde. Ich weiß es nicht mehr. Irgendwas war da voll faul. Man ist sozusagen total gegeiert auf dieses Medipack zu. Dabei musste man aber auch diese rote Grütze da oder so. Sowas war ich der Meinung. Genau. Man musste nämlich auf diese rote Grütze springen, um sozusagen zu überleben. Und hier liegt ordentlich Munition rum. Das könnte mir wirklich regelrecht gefallen. Das könnte mir wirklich gefallen. Das könnte wirklich einer meiner Lieblingsorte hier werden. So, weiter. Das übrigens ist nicht einer meiner Lieblingsorte. Hier gibt es aber auch diverse Secrets abzugreifen, glaube ich. Aber da lasse ich die Finger von. Das ist so sinnlos wie die Nacht schwarz, Freunde. Oh nein, das ist das hier. Ah, okay, ich laufe auch noch genau in das brennende Ding rein. Ich bin ja so doof. So, da vorne ist ein Steinklotz. Da ist. Du bist auch aktiv, ne? Weil sonst würdest du dich nicht so doof drehen. Ist das immer so ein Zeichen dafür, dass sie aktiv werden, wenn die so drehen? Ich glaube ja. Ich glaube schon. Ich glaube, das ist so ein Zeichen dafür, dass sie aufstehen. Okay, das erklärt sich jetzt wohl schon von selbst. Das ist schlecht. Da kommen wir gar nicht rüber, Leute. Da müssen wir anders machen. Müssen wir quasi so. Hätte ich jetzt überhaupt nicht gedacht, dass wir da so bescheuert ran müssen. Hier in dem Fall benutze ich definitiv die Schrotflinte, weil das Ding da brütet garantiert aus, wenn ich da auf diesen Block springe. Wenn ich hier drauf bin. Oh, das gibt's doch gar nicht. So, nur ich hab's lieber einmal beseitigt, bevor ich hier sozusagen unangenehm überrascht werde. Und da habe ich gar keinen Bock drauf, denn. Hallo? Wo ist das? Wo ist denn dieses Teil?
Hallo? Ich höre so ein Zombie-Viech. Zombie. Zombie. Das war wohl nicht gut.